Wie entwickelt sich der November für dich? Die erste, also vollständige Novemberwoche, die zweite vollständige Novemberwoche, die dritte und die letzte. Also letzte und das Rest, was sozusagen da ist. Ne? Also hier am Anfang geht es darum, dass du wirst suchen, Kommunikation auf Menschen zu gehen und Gespräche führen. In der weiteren Woche wird es stattfinden, dass es durch Zufall gibt es Masken und Wirrungen, also zufällig etwas stattfinden wird. In der dritten Woche wird möglicherweise ein Termin bei Arzt gut verlaufen oder es ist, du wirst verbringen in Grün etwas Zeit, sozusagen Spaziergang, das wird dir ganz viel Energie geben. Ich empfehle das auch. Und der Schluss ist sozusagen, hier wird dein Rückzug sein von einem Ex oder Behörden zu tun haben wirst oder auch mit Chef etwas zu klären ist oder ja, Machtworte sprechen. Beide Richtungen.